Ein sportliches Hallo aus dem Dornier-Museum in Friedrichshafen und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Attacke, dem VfB-Magazin. Mein Gast heute ist Thomas Kotzian und außerdem zeigen wir Ihnen die Saisoneröffnung der ersten Volleyball-Bundesliga in Frankfurt und ziemlich farbige Aussichten beim VfB Friedrichshafen. Wir starten erstmal mit der Spielervorstellung dieses Senkrechtstarters. Aber gerne doch. Thomas Kotzian ist Zuspieler. Er mag Kaffee, seinen Hund Leonie und natürlich seine Freundin Chrissy. Beide kennt er aus Düren, ist in Bratislava geboren, 27 Jahre alt, 1,92 groß und will Meister werden. Er mag Musik und will unbedingt zu Olympia. Und jetzt spielt ihr euch mal wieder schön die Bällchen zu. Ab zu Regina und Thomas. Ja, herzlich willkommen in Friedrichshafen, Thomas. Du bist ja aus Düren hergekommen. Wie gefällt es dir denn bisher hier? Ja, super. Also bin super aufgenommen worden hier von allen, von der Mannschaft, von der Umgebung, vom Verein. Und ich fühle mich super wohl hier. Tolles Wetter bislang und habe schon einiges erkundet hier in der Gegend und es passt alles wirklich wunderbar. Du hast ja in Düren ziemlich viel aufgegeben. Du hast dich zum ersten Zuspieler hochgearbeitet. Ich habe gehört, deine Freundin und dein Hund, ihr habt da alle zusammen gewohnt. Warum gibt man sowas auf? Ja gut, ich denke, mit meinen Ambitionen, meinen sportlichen Ambitionen, ist mir letztendlich die Entscheidung jetzt nicht so schwer gefallen, obwohl ich schon, wie du gesagt hast, viel aufgegeben habe. Aber ich habe einfach solche Ambitionen und habe so einen Ehrgeiz, weiterzukommen, dass es nur diese eine Möglichkeit gab, hier hinzugehen. Und da habe ich auch nicht lange überlegt. Als das Angebot kam, war für mich klar, dass ich das machen werde. Beim VfB hast du ja mit Simon Tischer einen erfahrenen Zuspieler vor dir. Was ist denn deine Rolle jetzt im Team? Ja, meine Rolle, ich denke, ich versuche der Mannschaft zu helfen. Wenn ich die Möglichkeit bekomme, dass ich spiele, werde ich mein Bestes geben. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin super froh, dass Simon hier ist. Wir kommen beide ja, aus Mendig, wo er auch früher gespielt hat. Und er hilft mir enorm, versucht mich zu unterstützen, jeglicher Art. Und da bin ich ihm auch sehr dankbar für. Und ja, wie gesagt, wenn ich die Möglichkeit bekomme zu spielen, werde ich mein Bestes geben und hoffe auch gut zu spielen. Und du hast ja deine sportlichen Gene sozusagen in die Wiege gelegt bekommen. Dein Papa war slowakischer Nationalspieler. War das schon immer dein Traum, auch Volleyballer zu werden? Oder jetzt wie hier, wir sitzen ja so gemütlich in einem Hubschrauber, vielleicht auch mal Pilot oder sowas? Nee, also ich bin schon in der Halle aufgewachsen. Meine Mutter hat auch gespielt. Auch erste Liga in der Slowakei, dann als mein Papa dann das Angebot aus Deutschland bekommen hat und wir dann quasi mit der ganzen Familie nach Deutschland gezogen sind, hat meine Mutter dann nur noch in der fünften Liga so nebenbei gespielt und hat sich dann um uns mehr gekümmert und hat meinen Vater somit auch ein bisschen entlastet. Und aber wie gesagt, ich bin in der Halle aufgewachsen und für mich war eigentlich schon vorprogrammiert, dass ich auch selber spielen werde und ich hatte auch super Spaß daran. Und ja, jetzt bin ich froh, dass ich so weit gekommen bin und dass ich es wirklich dann auch letztendlich gemacht habe. Ja. Aus uns schließe ich, du hast auch noch Geschwister? Ja, ein Bruder, 7 Jahre jünger, spielt auch in der ersten Bundesliga, ist dieses Jahr nach Lüneburg gewechselt, hat auch quasi eine neue Aufgabe vor sich und soweit ich weiß, ist er auch sehr glücklich bislang und ihm gefällt es auch super gut, ja. Dich durften wir jetzt schon ein bisschen kennenlernen. Wir schauen jetzt noch auf alle Teamkollegen von Thomas bei der Spielerpräsentation. Ob Ihnen der Blick hier oder eher dann doch der hier besser gefällt, überlassen wir einfach mal ganz Ihnen. Fakt ist aber, ob mit Perücke oder auf den Spuren der Chippendales, Sie machen eine super Figur, die 14 Spieler. 6 Jungs sind geblieben, 8 neu dazugekommen und vor allem bei ihm hier toben die 500 Fans in der Arena. Björn André, ein alter Hase, der als junger Hüpfer schon beim VfB war. Ich habe hier 3 Jahre verbracht, eigentlich hat hier meine Karriere angefangen. Ich verdanke dem Bodensee und dem VfB Friedrichshafen und auch gerade Celia Mogulescu halt meine ganze Karriere in dem Sinne, weil ohne das wäre es vielleicht gar nicht losgegangen. Und umso mehr freue ich mich natürlich, so ein bisschen was zurückzugeben und ja, dass sich hier so ein bisschen der Kreis wieder schließt, ist natürlich umso schöner und ich hoffe, dass wir eine schöne Saison zusammen haben alle.
Diese Hoffnung hat nicht nur er, auch Sponsoren und Fans wünschen sich das. Dafür schraubt der VfB nicht nur am Kader, auch an seinem Drum herum. Sebastian Schmidt ist der neue Geschäftsführer, hat sich genau das zur Aufgabe gemacht und mit seinem Team an vielen kleinen Stellschräubchen gedreht. Ja, wir wünschen uns, dass es ein Gesamtevent ist, dass es nicht nur ein reines Volleyballspiel ist, sondern mit Aktionen in der Halle, dass man vorher zu den Spielen kommt, ein Bierchen schon trinkt in gemütlicher Runde, ein tolles Spiel erlebt, ein Sieg von uns natürlich und dann anschließend hier im Foyer gemeinsam feiert und dass wir ein Rundum-Paket haben. Das Bierchen und das Feiern, das klappt schon mal super. Die Stimmung beim Doppelgewinner ist gut aus verschiedenen Gründen. Ja, das ist vor allem der Günther von der eigenen VfB. Ich denke, es ist auch frischer Wind reingekommen und das ist ganz gut so. Und ich freue mich auf die neue Saison. Übrigens mit Schwäbisch Media als großem Partner, der den VfB in Zeitung, Radio, Online und TV in Szene setzen soll. Die Champions League übrigens ganz besonders, denn die läuft auswärts und daheim live bei Regio TV. Ich finde es sensationell. Ich habe zuerst gar nicht geglaubt, als mir die Kollegen gesagt haben, wir sind da dran. Und jetzt sieht es so aus, dass wir wirklich über 5 Millionen technisch erreichen können. Und das live, finde ich wirklich ein Hammer. Sehen hier übrigens alle ähnlich und freuen sich auf eine Saison mit vielen, vielen Höhepunkten.